Hallöchen zusammen, willkommen noch ein Video von mir. Ich habe hier diesen Blog Calm Nature von Craft Sensation. Entschuldigung, bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und ich habe damit schon ein Projekt gemacht. Ich zeige es dir auch noch hier im Video. Und dachte, wenn ich jetzt schon den Blog komplett angeschnitten habe, was heißt komplett? Also ich habe zwei Bögen benutzt oder zweieinhalb, dann mache ich damit auch ein Kartenvideo. Wollte eigentlich eher Sommerkarten weiter basteln, also mit meinen ganzen Sommerblöcken, die ich habe. Ich habe ja noch einen von Mintai da und P13, aber jetzt, ja, wird das doch auf nächstes Jahr verschoben. Denn wir haben es jetzt schon Mitte August. Und ich denke, dass, ja, wenn noch ein Kartenvideo kommt, vielleicht dann doch noch eins von denen. Ich muss mal gucken. Das ist immer so eine spontane Sache bei mir immer, ne? Manchmal habe ich auch eine Anfrage von einem Bekannten, kannst du mir bitte das und das machen? Und dann benutze ich irgendetwas und dann mache ich damit dem auch dann ein Video. Ne? Das kommt mal drauf an. Mal schauen. Ich habe doch ein paar To-Dos, die ich noch erledigen muss, bevor wir fliegen. Gucken wir mal, ne? Aber hier einmal der Block durchgeblättert, ne? Der hat eben eine Seite weiß, die andere Seite foliert. Und genau, ich hatte die Aufgabe, eine Explosionsbox zu machen, so neutral, dass man das für beide Geschlechter benutzen kann. Und deswegen dachte ich, ist der Block dafür perfekt, ne? Habe hier eine Explosionsbox gemacht mit zwei 12x12 Inch Bögen Papier. Das ist die leichteste Variante. Anleitung dazu gibt es unglaublich viele bei auf YouTube oder auch Pinterest kannst du dir die Maße raussuchen, wenn du schon weißt, wie man die Box macht. Also Easy Going hat zum Beispiel Liebesfuchs eine Anleitung gemacht und auch hier Very Important hat auch Anleitung auf ihrem Kanal. Also ne, da kannst du dir das umschauen. Und ja, hier das folierte Papier von auch von Action ist ganz, ganz alt, aber ich mochte das total gerne. Habe ich in vielen Farben mehrfach da gehabt. Und da werden auch ein paar Reste in diesem Kartenvideo mitverwendet. Also von diesem folierten Papier. Da ist ja nicht nur foliert, auch so ein bisschen satiniert mit bei. Finde ich auch mal total schön. Und ja, die Alles Gute Stanze, die ist ja von Tonic Studios. Und die habe ich ja für diese Explosionsbox benutzt. Und dachte, mache ich das auch für mein Kartenvideo hier. Auch ein bisschen hier von meinem Vellum von Kreativ-Ideen, Entschuldigung. Genau, ist mein letzter Bogen. Mehr habe ich davon nicht, von diesen geschrifteten. Finde ich total schön. Würde ich aber jetzt nicht extra wegen Vellum jetzt dort bestellen. Also ne, dann kann ich einfach normales Vellum benutzen. Oder ich hoffe mir, dass Action jetzt auch mal sowas Ähnliches vielleicht mal rausbringt. Die haben zwar gerade neue Vellum-Blöcke. Weil jetzt war viel mit Muster und ich benutze nicht so oft Muster, deswegen habe ich das jetzt nicht geholt, weil ich habe ja noch von den alten, also ich bastel ja auch schon ein bisschen länger, dementsprechend habe ich noch viele alte Vellum-Blöcke hier und ja, hier und da finden sie natürlich ihre Verwendung, ja, aber habe ich jetzt nicht geholt, die neuen Vellum-Blöcke, ne? Aber ein paar andere Mädels hier auf YouTube haben das gemacht und da kann man auch sich mal in so ein Einkaufsstudio sich mal die Blöcke anschauen und ich glaube ein oder zwei haben auch schon damit irgendwie, glaube ich, Karten gemacht, ne? Ich komme da nicht mal so ganz hinterher mit den Gucken. Aber ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, hier habe ich zwei Designpapiere auf A6 Größe geschnitten, dann einmal diagonal durchgeschnitten und ein Bannerchen wird hier noch gemacht. Und das war, möchte ich halt eben matten mit foliertem Papier. Und Mäuschen kommt auch ins Kinderzimmer. Da weiß ich gar nicht, warum ich das Wohnzimmer gerade aufgegeben habe. Und irgendwie passt das nicht so überein. Das war total krumm und schief, auch wenn ich das meiner Meinung nach gerade gehalten habe. Also ja, was soll ich sagen? Muss ich wegschmeißen und ein Neustück nehmen? Das trimme ich mir dann auf 1,5 Inch. Und dann kommt das nochmal in die Bannerstanze, die ich ja von Stamping abhabe. Die sind ein bisschen hochpreisig, die Stanzen, die Handstanzen. Aber gerade die beiden verwende ich ganz, ganz oft. Und das hat sich für mich jetzt rentiert. Das muss man halt eben wissen, wenn man, was man halt eben so basteln möchte. Und dann kann man dann auch ja, etwas hochpreisige Sachen kaufen, wenn du weißt, dass du es häufiger verwendest. Jetzt für eine Kreisstanze würde ich das jetzt nicht machen, weil ich da eher lieber durchkurbel. So eine. Ja, aber ist ja jeder anders, ne? Ist auch immer so eine Preis- und auch eine Platzfrage, ne? Denke ich mir mal. Ja, dann habe ich hier so eine silberne Liniensticker. Die verwende ich jetzt so komplett in diesem Video, weil dieser Block silber foliert ist, passt halt eben da silber ganz gut. Und ja, das ist jetzt, ich weiß gar nicht von welcher Marke.
Habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen von der Andrea. Ne? Das klebt jetzt nicht ganz so gut wie die Liniensticker von Love from Lizzie. Deswegen arbeite ich da auch ganz häufig gleich so mit Klebeband, um das Team festzuhalten an Ort und Stelle, damit das nicht so abgeht beim Kleben. Ja, und dann habe ich hier noch so eine Matte mir rausgesucht, die so ein bisschen gestreift ist und satiniert ist. Total schön. Wird man jetzt natürlich nicht ganz so viel davon sehen, aber ja, ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich glaube, die erste Karte ist mit Spiegelkarton gemacht worden. Hatte ich jetzt aber irgendwie keine Lust zu. Ist manchmal so, ne? Man macht eine Probekarte und bei der zweiten Karte entscheidet man sich um. Und du wirst auch dann sehen, dass da auch der Banner spiegelverkehrt ist. Ne? Manchmal ist das so. Ich finde es auch nicht so schlimm. Es muss nicht beide identisch gleich sein. Ne? Also es ist jetzt hier 10 Karten, ein Block. Ne? Meistens mache ich ja doch mehr, aber einfach wegen der Kürze. Also einfach wegen Zeit. Ne? Habe ich jetzt nur 10 gemacht. Ich glaube, die nächsten werden auch nur 10 werden. Ja. Obwohl ich auch Bock habe, auch einen Block aufzubrauchen, aber das würde einfach sonst nichts. Weil wir ja schon länger renovieren, ne? Ist ja so, dass das Kinderzimmer ist so gut wie fertig ist, es fertig gemalert. Das Doppelbett steht hier drin. Und jetzt muss halt im Brunos-Zimmer noch ein bisschen teenie-mäßig gemacht werden. Das ist ja noch so, ja, wir haben vor 12 Jahren dort gemalt, ne? Seitdem ist das so. Und jetzt werden wir in der ersten Urlaubswoche hat ihm Bonuszimmer machen. Bett haben wir schon bestellt, liegt im Keller. Dann wird es noch gemalt. Er hat sich so für ein Hellgrau entschieden. Also ähnlich wie das Wohnzimmer. Ich so, okay, na gut, wie du möchtest. Werden wir dann malen. Also wir müssen erstmal die Decke weißen und dann hat ihm einen Seitengrau machen. Wir werden nicht tapezieren. Mal gucken, ob das die Tapete überlebt, weil es wurde schon mehrfach drüber gestrichen. Ne? Aber wir sind halt eben nicht so die Handwerker, wir beide. Und ich glaube, würden wir tapezieren müssen, dann hätten wir einfach, ja, würden wir das einfach von der Zeit her nicht schaffen. Weil wir ja schon am 20. fliegen. Genau. Ja, aber Olivia muss ja schon zu Hause bleiben, weil in der Kita ist es ja so, dass man 3 Wochen das Kind rausnehmen muss, hintereinander bei uns. Und ja, jetzt ist sie hier bei uns und wuselt so ein bisschen rum. Darf natürlich auch Fernsehen und Co., ne? Das ist ja Ferien. Aber, ja. Mal gucken, wird schon. Ne? Wir haben ja gerade nur ein Kind zu Hause. Ne? Das eine ist ja verreist und das andere ist im Hort und dann noch Olivia ist hier. Ja, also abends müssen wir natürlich schon noch viele abholen vom Hort, aber Bruno ist halt ihm auf so einer Kanufahrt, haben wir ihm ja auch zum Geburtstag geschenkt, die Fahrt. Da ist er jetzt erstmal ein bisschen weg. Genau. Ja, und aus diesem Grund, und weil wir halt eben auch zu tun haben, ne, ja, wird halt erstmal kein Video kommen, wo ich einen ganzen Block aufbrauche. Das schaffe ich jetzt erstmal gerade nicht. Eher so Teil 1, Teil 2, Teil 3, da so man das in 3 Teilen dann vielleicht einen ganzen Block verballert, aufbraucht, verballert. Nein, du weißt, wie ich das meine, ne? Genau, sowas wird dann irgendwie in nächster Zeit sein. Genau. Joa, und ansonsten würde ich ja sonst versuchen, auch wenn ich weg bin, dass Minimum ein Video in der Woche kommt. Aktuell ist es schwierig, aber ich versuche es hinzukriegen. Mal gucken, wenn nicht, dann weißt du Bescheid, ne? Kommt keins. Ja, aber ich gucken. Also dieses Video, was ich hier schneide, heute ist ja der 12.8. Das wird auch diese Woche rauskommen und dann muss ich gucken, dass ich dann für nächste und übernächste Woche noch eins hinkriege. Ja, mal gucken. Ich bin selbst gespannt, ob das klappt. Ja, dann sind wir auch schon mal mit der ersten Kärtchen fast fertig. Ne? Ich habe dieses Layout schon mal so ähnlich gemacht, ne? Mit so einem Minteilblock. Und ja, gefällt mir voll gut, mag ich voll gerne. Und auch in diesem Block, diesen Calm Nature, passen jetzt viele Papiere schon gut zusammen, aber jetzt nicht alle, wie es zum Beispiel in einem Echo Park Block wäre. Ne? Aber ja, es gibt schon schlimmere Blöcke bei Action, ne, wo gefühlt fast nichts zusammenpasst. Ne? Du musst halt eben gucken, welche Designs du dann dir raussuchst, wie du das miteinander kombinierst. Ja, aber hier haben die meiner Meinung nach die beiden gut gepasst. Und dann noch das dritte Designpapier ist halt eben dieser Banner und der ist so neutral, der hat halt eben zu jedem Blatt aus diesem Block gepasst. Ups, Entschuldigung. Und dann nehme ich noch ein paar kleine. Also unterschiedliche Größen von schwarzen Steinchen. Ne? Die komplett schwarz sind, die habe ich mal in Polen gekauft. Und die anderen sind alle aus den Action. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Und hier die Nummer 2. Ne? Siehst du, ne? Der Banner ist ganz woanders. Und die Größe ist auch ein wenig anders. Aber es passt ja schon. Ja, und da kommen wir auch schon zum Karte 3 bis 4. Da habe ich hier noch so eine schwarze Liniensticker rausgesucht. Und so schwarze Blumenranken. Die habe ich von Andrea. Und die gute Besserung Klebeband
Aufkleberchen, der ist von Idee mit Herz. Da gibt es ja so Sprüche, also relativ große Sprüche, wenig kleine. Und da gibt es mal so vier Bögen oder zwei Bögen in einem Set für, glaube ich, 3,99. In irgendeinem meiner Einkaufsvideos habe ich dir das auch schon gezeigt. Ich weiß aber nicht, in welchem. Schon ein bisschen länger her. Und die habe ich mir alle zerschnitten. Und dann hat die so nach Themen sortiert in so einer Action-DIN-Lang-Mappe. Ja, da sortiere ich halt eben auch meine Liniensticker. Genau. Und auch hat eben diese Sprüche. Und deswegen ist diese Karte jetzt komplett ohne Stempel entstanden. Ich habe diese zwei Designpapiere, wo eins hat eben foliert ist und das andere nicht so foliert ist. Und von dem anderen, der nicht foliert ist, hatte ich nicht mehr so viel da, weil das habe ich ja für diese Geburtstagsbox benutzt. Und ich dachte mir, ich mache einfach die beiden zusammen. Man kann auch zwei unterschiedliche Designpapiere nehmen. Aber ich habe es mich jetzt für diesen Weg entschieden, habe dann Liniensticker verwendet und die beiden miteinander verbunden. Und weil ich halt eben die schwarzen floralen Sticker noch verwenden wollte, die mir die Andrea geschenkt hat, dachte ich, nehme ich noch so einen schwarzen Liniensticker und klebe ihn da unten hin. Ja, sieht doch immer ganz nett aus. Man kann auch ein Bändchen nehmen, sieht auch bestimmt ganz gut aus. Ich hatte aber zu sehr Sorge, wenn ich jetzt schwarzen Band nehme, dass es so nach Beilatzkarte aussieht irgendwie. Ich weiß nicht warum, weil es hier so viel schwarz-weiß ist, ne? Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Kann man aber gut machen, wenn du dazu Lust hast. So, dann wird das alles nur noch auf die A6-Karte geklebt. Es hat eben eine weiße Karte, die ich selbst mir zurechtschnibbel und falze. Ich benutze meistens so 300 Gramm Kraft UK Cardstock, den ich bei Amazon mal bestellt habe. Den bestelle ich regelmäßig. Ja, damit kann man ja ungefähr 200 Karten machen. Und hier ist die Schanze von Mama Elephant, die ich so gerne mag. Ich habe geguckt bei Creative Bund, gibt es nicht in einer ovalen Form. Finde ich traurig. Hatte ich total Lust zu. Ich habe so viele Ovale, die aber sich gar nicht so gut leeren lassen wie das hier. Und ja, total schade. Muss mal gucken, ob es Mama Elephant überhaupt das rausgebracht hat. Aber ich bin der Meinung, dass ich das irgendwo gesehen hätte. Vielleicht täusche ich mich auch total. Und das kommt vielleicht noch. Und auf jeden Fall habe ich hier einmal Silber genommen, einmal so einen grauen Cardstock. Und mein Kreis ist halt eben weiß, weil da kommt halt eben die gute Besserung-Sticker drauf. Du kannst es natürlich auch gute Besserung oder irgendwas anderes drauf stempeln, wenn du die jetzt die Sticker nicht hast. Aber es hat eben hier auch mal was anderes, ne? Sonst stempel ich ja oder ich habe Stempel Stanzen. Nee, Entschuldigung, Sprüche Stanzen. Und Sticker ist halt eben noch ein anderes Medium sozusagen. Genau. Ja. Finde ich auch ganz nett. Ich wünschte natürlich, man hätte das in mehreren Farben da. Es gibt es aber bei Idee mit Herz meistens nur weiß, silber oder gold. Ich hatte auch schon mal, glaube ich, ein goldenes. Das ließ sich gar nicht gut ablösen. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Man hat mir auch gesagt, man kann die auch anmalen. Aber irgendwie sieht das nicht so kräftig aus, wenn ich das anmale mit Alkoholmarkern. Ja, hat irgendwie nicht so semi-gut funktioniert. Ich glaube, aber auf den weißen geht es dann vielleicht wohl eher besser. Habe ich aber jetzt noch nicht gemacht auf dem weißen, bis jetzt nur auf silber. Ja, und dann überlege ich noch, ob ich da unten irgendwas hinmache. Und dann nehme ich so ein paar Blüten. Das sind eben alles schwarz, ne? Ich weiß gar nicht, wie diese Art von Blume sich nennt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Irgendwie Fingerhut vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, egal. So, dann kommt halt hier mein Kreis auf meine A6-Karte und ich nehme da noch ein bisschen Flüssigkleber einfach als Unterstützung, weil der Klebeband von DM schon, glaube ich, bald alle ist. Der rollt sich nicht mehr so gut ab. Und ja, ein paar Steinchen müssen aber noch drauf. Ich denke, unten ist noch ein bisschen Platz für ein paar Steinchen. Das können wir mal machen, ne? Jo, jo, jo. Und los geht's. Ich glaube, ich nehme mal wieder schwarz. Passt ja gut, ne? Und dafür benutze ich hier ganz gerne mal so eine Pinzette. Die ist so ganz, ganz spitz. Die habe ich, ich weiß es gar nicht, wie der Shop heißt, vergessen. Aber den gibt es halt in vielen anderen Shops auch. Es lohnt sich so eine schmale Pinzette. Damit hat man echt gut Griff und die löst sogar von unten. Unten ist alles festgeklebt mit so einem Kleber. Das klappt mit der ganz gut. Ja, und da hast du auch schon die dritte gesehen, ne? So, jetzt kommen wir zu Karte 5 bis 6. Und das ist ein Kartenlayout, was ich noch nie gemacht habe. Hat aber so ganz gut gepasst.
habe ich so eher so die bräunlichen Töne genommen, aber weil auf dem Designpapier dem Silber foliert ist, konnte ich wieder die silbernen Liniensticker verwenden. Habe hier so ein, ja, so ein Taubton, taubes Designpapier verwendet, ne? Da sind so Gräser drauf. Und in diesem Block gibt es ja zweimal so ein Designpapier, was so, wie soll ich das ausdrücken, so Quadrate hat, ne? Und damit habe ich dann dieses Motiv mir ausgestanzt. Es hat jetzt nicht ganz so gepasst. Du siehst oben und an der Seite ist es nicht ganz rund, aber ich werde es mit einem anderen Kreis verdecken. Und ja, ein relativ simples Kartenlayout, aber ja, sieht noch was aus, wie ich finde, und hat ganz gut gepasst zu meiner Kombination, also mit dem Papier, mit dem ich gearbeitet habe, ne? Habe auch geschaut, ob ich irgendwelche Stanzteile habe, die zu diesem Papier passen. Ich habe ja diese 3D-Cut-Blöcke von Action. Da hat aber irgendwie gar nichts reingepasst, also farblich gesehen. Auch bei den Stickern habe ich nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, dann arbeite ich halt eben komplett nur mit dem Block und ja, diese Blumensticker von Andrea, die haben da noch mit reingepasst hier und da. Aber ansonsten konnte ich irgendwie den Block kaum mit irgendwas kombinieren. Aber ging trotzdem auf, ne? Ich konnte ja trotzdem 10 Karten machen. Ja, so insgesamt habe ich, glaube ich, eine Stunde gefilmt und gebraucht für dieses Video ungefähr 2 Tage. Aber jetzt halt eben nicht so komplett, so morgens hingesetzt und abends aufgehört, ne? Das kann ich ja jetzt so nicht bringen. Bin ja nicht alleine auf der Welt. Aber so ging schon relativ flott, ne? Wenn man, hätte ich jetzt mal so 20, 30 davon Karten gemacht, hätte ich das deutlich länger für gebraucht. Aber so immer 2 Karten, es hat eben, geht immer flott. So war die zweite halt eben nur noch, also ne, da muss man sich, braucht man ja nicht mehr denken oder so, ne? Das Einzige, was ich mich manchmal zurückhalte, dass ich jetzt das nicht doppelt stempel, das ist so, was noch ein bisschen mich zurück, also mich aufhält, denn würde ich jetzt ohne zu filmen, Karten basteln, würde ich ja einmal komplett stempeln, einmal komplett kurbeln. Ne? Und hier kurbel ich natürlich alles schon mal komplett durch, aber das Stempeln bewahre ich dann in Anführungsstrichen für das Video auf. Ne? Das ist so das Einzige, was ich sonst ohne eine Kamera so nicht handhaben würde. Und hier habe ich irgendwie 2 Stempel verwendet. Ja, keine Ahnung. Bilde mir ein, dass ich dadurch einen anderen Ton erzeugt habe. Weiß nicht, ob das so stimmt. Habe ich jetzt auch nicht gegengetestet. Ich habe jetzt einmal von Versamagic Sahara Sand genommen und hier einmal von Stamping Up. Ah, ich bin gerade nicht am Schreibtisch, aber ich glaube, das ist Savanne, ne? Also ein ziemlich ähnlicher Ton, aber das eine ist ein bisschen wärmer und das andere ist ein bisschen kühler und zusammen bilde ich mir ein, ist das jetzt neutral. Nein, bestimmt ist es, kommt Savanne sehr stark durch, aber ja. Jetzt habe ich auch mal ein paar andere Stempelchen verwendet, ne? Ja, und da nehme ich so ein kleines Reststück, weil man sieht ja die Hälfte nicht durch meinen Kreis, ne? Nehme mal gerne mein Pucki-Tool zur Hilfe, wenn ich mit Linienstickern arbeite. Allgemein arbeite ich sehr gerne mit meinem Pucki-Tool. Der unterstützt mich. A, durch meinen langen Nägel, B, durch es ist einfach, hat da vorne halt eben diese Spitze. Und ja, dann lässt sich das gut arbeiten. Die Pukki-Tools mache ich selbst. Die dekoriere ich einfach mit diesen Perlen und diesen Zwischenperlchen. Und wenn du auch so gern einen hättest, unten ist mein eBay-Shop verlinkt und da verkaufe ich einige. Am Moment sind auch einige noch drin im Shop, ne? Ich will auch noch von dem Urlaub ein paar noch fertig machen. Also ein paar noch festkleben. Zusammengestellt habe ich schon einige, nur noch nicht festgeklebt. So, und da fixiere ich halt eben die Liniensticker, weil die halt eben nicht so eine gute Klebkraft haben. Und dann gehe ich auch schon komplett durch da, durch meinen Aufleger. Und dann wird es auf die A6-Karte geklebt. Achso, ja, da war eine kleine Ecke, da dachte ich mir, muss ich noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Wer weiß, ne? Und da schneide ich mir einfach den Überstand ab. Und dann habe ich überall den gleichen Rahmen. Gefällt mir gut. Und dann kommt auch noch herzlichen Dank drauf. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das mit Foamtape erhöhe. Aber da habe ich dann doch irgendwie dagegen entschieden. Paar flache Karten im Besitz zu haben ist auch mal schön. Und dann kommt auch so ein kleines bisschen noch Cardstock dahinter,
Weil, ja, also ne, das ist ja Actionpapier, wiegt ja auch ein bisschen. Damit das alles auf der gleichen Ebene ist, habe ich da ein wenig Designpapier hintergeklebt. So. Und jetzt, wo alles gut klebt, kommen noch ein paar durchsichtige Perlen dazu. Nehme ich auch so einen kleinen Aufhebtool, den habe ich jetzt auch selbst gestaltet. Ist halt eben so ein Wachsstift, was ich angespitzt habe, hinten so ein Metallstück und dann halt eben ein bisschen Gebamsel. Ich glaube, davon habe ich jetzt gerade gar nichts im Shop da. Will ich aber auch ein paar machen. Ja, kommt auch bestimmt wieder mal rein. Ich weiß ja nicht, wann du das Video jetzt guckst. Ne? Guckst du das jetzt im August, dann sind vielleicht gerade keine da. Schaust du im September, vielleicht sind da gerade welche da. Guck einfach mal im Shop vorbei. Vielleicht siehst du es ja. Und ja, dann kannst du es gerne bei mir erwerben. Und jetzt habe ich alle raufgeklebt, ne? Lass es natürlich ein wenig trocknen, also jetzt nicht mit der Hand hier drüber fahren. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Auch relativ flott gemacht. Einfaches Layout, aber mit dem Designpapier kommt das total gut rüber. Jo, da sind wir auch schon bei Karte 7 bis 8. Wir nähern uns hier dem Ende. Das ist auch relativ easy going hier. Ich habe zwei Ovale mir ausgestanzt. Einmal mit Schwarz und Weiß. Dann habe ich hier zwei Designpapiere, die ich kombinieren möchte. Das ist irgendwie, also nicht ganz 2 Inch breit, sondern glaube ich nur 1 3/4. Und das klebe ich auf diesem Designpapier, was so ein bisschen nach Steinen aussieht, ne? Ja. Und hier sind so eine Art Blümchen. Genau, wird gut angedrückt. Und dann habe ich dann beim Zuschnitt nicht ganz darauf geachtet, ob es die gleiche Größe ist. Aber ja, kein Ding. Ich mein Hebeschneider ist ja gleich rechts neben mir. Den hole ich ja 5000 Mal am Tag raus. Das stört mich nicht. Und dann verwende ich hier, wie gesagt, wieder die silbernen Linienstickern. Ich glaube, ich kann es jetzt auch gerade lesen. Steht da vielleicht Finded? Ah, ich will nicht lügen. Auf jeden Fall, wenn du silberne Liniensticker eingibst, da findest du ein paar Shops, die verkaufen. Auch Idee mit Herz hat welche. Das ist ja eher so matt satiniert an den Seiten. Die gibt es dann schon in unterschiedlichen, ne, Varianten. Also gerade mit Idee mit Herz auf jeden Fall. So. Da für die andere Seite brauche ich jetzt nicht unbedingt so ein langes, ne, weil der Oval ist ja in der Mitte. Also reicht das da aus, wenn ich da zwei kürzere verwende. Genau. Genau, das werde ich mir alles auf die schwarze Matte kleben. Wie du siehst, das löst sich da manchmal. Man muss eigentlich ziemlich zügig schon wieder den Klebeband drauf machen. Hier habe ich mich jetzt doch für die Klebemaus entschieden, okay. Aber nicht zu lange warten, weil sonst lösen sich leider diese Liniensticker. Auch vorne muss man sie gut andrücken. Und da ist irgendwas schief, deswegen muss ich dann so ein paar Millimeter abschneiden, damit es wieder gerader wird. Genau. Noch nicht ganz perfekt. So. Und jetzt können wir das eigentlich auch schon alles auf die Karte kleben. Da war, glaube ich, ein kleiner Fleckchen. Ja, die Klebemaus ist bald zu Ende. Da geht sie immer ein bisschen schwerer, finde ich, ne? Aber sonst ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den DM-Kleberabroller schon ganz gut. Den hole ich mir das auch immer wieder, ne? Das sind, glaube ich, 16 Meter für 3 €. Das ist schon super, ne? Also die Nachfüller, ne? Muss halt ihm einmal die Klebemaus holen und dann hat ihm die Nachfüller. Das ist schon nicht schlecht. So, und jetzt stempeln wir noch ein bisschen nach einer Wahl. Ich glaube, an dem Tag habe ich nämlich, glaube ich, Essen gekocht, deswegen lief mein Timer auf der Uhr. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, auch alle gefuttert und jetzt geht es weiter mit den Karten. So, da habe ich jetzt von Efko Geburtstagsgruß, weil der hat ihm so ein bisschen so längliches, passt das ganz gut auf Norval. Lass aber unten ein bisschen Platz, weil ich will die schwarzen
Blumensticker noch verwenden. Und hier habe ich mich für Grau entschieden. Ich kann es leider jetzt nicht die Farbbezeichnung lesen. Und da ich die Farbe nicht so oft verwende, habe ich sie auch nicht so im Sinn. Aber irgendwas von Versafine ist das. Ist jetzt auch nicht der perfekte Grauton. Also ich habe noch nicht den schönsten, also ich habe noch keinen schönen Grau gefunden, der mir zu 100% gefällt. Ich habe so einige hier von Memento, von Stamping Up und jetzt hier von Versafine. Aber irgendwie ist jetzt keins dabei, wo ich sage, boah, was für ein schönes Grau, ne? Irgendwie nicht. Schade, schade. Distress Oxide habe ich auch ein Grau, aber den habe ich gar nicht mehr im Sinn, wie der aussieht. Ja, naja. Ja, da wollte ich das aufkleben und vergessen, dass ich ja die Liniensticker so schräg aufkleben will. Und dann muss ich das ja so an der Seite abschneiden. Und daran habe ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt habe ich einfach den, ja, den Kleber so ein bisschen weggewischt und klebe halt eben die Blümchensticker jetzt hier auf. Und dann klebe ich das nochmal auf den schwarzen Oval. Das ist ein bisschen frimmelig, aber das geht schon. Genau, einfach wieder mein Pukitool dahinter kleben, mit ein bisschen mehr Support gebietet und dann geht das schon. Also wie gesagt, ne, mein Tool ist die ganze Zeit in Benutzung. Ich brauche das immer. Man kann natürlich auch selbstverständlich bei sowas auch eine Pinzette nehmen, keine Frage. Aber weil der schon immer so neben mir liegt, habe ich den nachdem dann immer in Verwendung. Und dann, ja, brauche ich da noch was. Also klebe ich mir da noch so ein Blümchen hin. Ich denke, ich hätte noch eins kleben können, aber habe ich nicht gemacht in diesem Moment. So. So, jetzt kann ich das auf den Oval Augenblick. kleben. Und bei der ersten Karte habe ich das noch mit Foamtape aufgeklebt. Hier habe ich das irgendwie vergessen. Da lag ja eine Mahlzeit dazwischen, habe ich das voll verdrängt und vergessen. Aber ich denke auch, das ist jetzt gar nicht schlimm. Es hat ihm jetzt ein minimaler Unterschied zwischen den beiden Karten. Egal. So, und dann fülle ich ja dem hier die Lücke mit meinem Oval. Und hier suche ich mir wieder die silbernen Steinchen raus. Haben wir jetzt auch schon länger nicht, ne? Und dann platziere ich mir oben ein paar. Und da habe ich auch in unterschiedlichen Größen die Steinchen. Die gibt es halt hier ganz, ganz oft bei Action oder Seemann habe ich sie damals her. Die ganz, ganz klein sind meiner Meinung nach von Woolworth. Und dann hat man jetzt so eine Menge von Steinchen und dann hat man auch dann dementsprechend auch dann unterschiedliche Größen. Ja, deswegen sind auch in meiner silbernen Box auch so ein Set mit pinken Blumen drinne. Passt zwar jetzt nicht zu Silber, aber ich weiß, dass da so viele silberne Steinchen sind. Deswegen habe ich sie jetzt da drinne ge gelagert. Ja, und jetzt ist die Karte schon fertig. Sieht's noch die andere. Ja, und dann kommen wir auch zur Karte 9 bis 10. Also mein letztes Kartenlayout, das ist eher so ein bisschen, ja, auch so taub, grün und auch mit Silber, ne? Da habe ich mir ein bisschen was aus anderen Blöcken rausgenommen. Also Grünton ist aus einem anderen Action-Block. Und der eine Kreis ist ja nur noch Cardstock. Und die grüne Blume, das ist auch aus einem Design-Block von Kreativ-ID. Da hat mir der Grünton so gut gefallen. Da habe ich das mal kurz so was rausgeschnitten. Damit will ich eigentlich auch noch mal was basteln. Mal gucken, wann. So, und hier habe ich einfach ein Rechteck draufgeklebt. Das ist so ungefähr 3 Inch mal 11,6 cm. Und dann darüber noch ein Streifen. Also dieses Kartenlied habe ich auch noch nie verwendet. Auch zum ersten Mal jetzt, ne? Und das kommt einfach da so drüber. Auf dem Kartenlayout hat ihm dieses Streifen anderes Designpapier. Das hat man so gesehen. Aber ich wollte das jetzt nicht. Ich wollte das gleiche nehmen. Wollte einfach nicht zu viel haben, weil ich ja wusste, dass ich die Kreise schon mit Designpapier mache. War im Layout auch so. Ne? Da war ja ganz viel Designpapier dann auf dieser Karte. Das ist dann auch nicht so meins. Aber mit den Blättern, das fand ich schon ganz schön. Und wusste, das passt halt eben zu diesem Designpapier, weil ja der große Auflege ja auch so mit Blättern ist. Und auch hier wieder werde ich oder verwende ich die silbernen Liniensticker.
Passt einfach. Obwohl ich hätte auch. Nee, Gold hätte ich nicht nehmen können. Das, mein Kreis hier hat ja Designpapier mit diesen silbernen. Na, Blüten, nicht Blätter, ne? Ranken, wie auch immer. Und das hätte dann sich ein bisschen. Hätte dann nicht so ganz gepasst. So, und dann noch ein bisschen andrücken. Ne? Wie gesagt, die kleben jetzt nicht ganz so gut. Aber es hat sich hier auch noch nichts gelöst oder so. Ne? Liegen jetzt auch schon ein bisschen hier rum. Also gelöst hat sich da jetzt auch nichts. Genau, und hier fixiere ich das halt eben gleich mit Klebeband, damit sich da nichts löst. Und dann kann ich jetzt nochmal gucken, wie, ob das jetzt hier so passt. Und dann wird das auf die Karte aufgeklebt. Ja, und da merke ich, ne, Klebemaus ist alle. Hatte jetzt aber keine Lust, den Auffüller zu suchen in der Schublade und habe jetzt einfach meinen großen Abroller genommen, der ja noch ein wenige, schon etwas mehr auf der Rolle hat, ne? Kostet aber auch so ein Nachfüller dann auch gleich über irgendwie zwischen 10 und 12 Euro. Und auch da werden ein bisschen die Seiten abgeschnibbelt. Und dann drapieren wir hier mal die Kreise und Blümchen drauf, ne? Und die Zweige. So, da kommen die Zweige hin. Und dann genau so ungefähr soll es dann bleiben. Ist ja dann immer bei mir so eine Sache mit den Aufkleben. Aber es sieht schon ziemlich genauso aus, wie ich mir das hingelegt habe. Und auch hier hätte man vielleicht einen Kreis mit Foamtape anheben können. Aber da ich ja den Spruch, ne, zum Abschied, das hatte ich ja schon in meiner Box gefunden, passt farblich ganz gut. Also verwende ich das auch. Werde ich das erhöht aufkleben. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden, dass alle Elemente flach aufgeklebt sind. Auch wenn da so ein bisschen zu spüren ist, dass da der Zweig jetzt nicht ganz dünn ist. Man sieht es auch ganz minimal. Aber ich denke, das geht. Man schaut sich das an, das sieht trotzdem gut aus, meiner Meinung nach. Genau, da bereite ich schon die Foam-Tapes vor. Tapes, also diese kleinen, Gott, das sind ja keine Quadrate, das sind Waben, ne? Genau, und die sind 2 mm hoch. Und dann mache ich das auch mit meinem Pugi-Tool, klebe ich sie einfach fest. Ja, und ich neige dazu, immer ein bisschen zu viel zu nehmen. Zu mir passt nicht weniger als mehr, ne? So, dann habe ich einmal die Trägerfolie gelöst und dann wird das halt gleich auf die Karte geklebt. Gut andrücken. Und dann kommen hier auch wieder die durchsichtigen Halbperlen drauf. Passt halt eben am besten. Silber würde auch noch gehen, aber ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ja, habe ich auch. Super gerne unter Wasser oder mit Pflanzen, dann immer diese Halbperlen. Das sieht dann aus wie der Hauttropfen. Ja, finde ich mal total schön. Muss mich dann aber selbst bremsen, das nicht immer, immer, immer zu verwenden, sondern ein bisschen auch meine anderen Sachen, die ich hier so habe. Und dann habe ich oben 3 und unten kommen 3 hin. Und dann ist das Kärtchen auch schon fertig. Genau, Karte 1 oder besser gesagt Karte 9 und Karte 10. Da habe ich einfach nur einen anderen Spruch. Herzlichen Glückwunsch. Hatte ich auch in meiner Box schon liegen. Ja, und hier habe ich halt ein paar Blätter angeschnitten. Ein paar angeschnittenen waren ja schon von mir. Und das würde ich gerne mit dir teilen, wenn du Lust hast, auch ein paar Bögen von diesem Block zu verwenden, damit was zu basteln. Und diese großen Designs, da kannst du ja super gerne die Rückseite verwenden. Die ist ja weiß, habe ich auch verwendet, um zu stempeln. Genau. Also der erste Kommentar, der mir drunter schreibt, ich nehme den
Papierrest, der bekommt es auch von mir. Bitte sei so lieb und hab eine Adresse in Deutschland, damit die Versandkosten dann für mich nicht zu hoch sind. Und genau, das alles packe ich dir damit ein. Das ist schon einiges. Und mein Blog ist jetzt seitdem ausgeschmälert worden. Habe ich hier noch drei Effektpapiere dir eingepackt. Also wie gesagt, ne, der Erste, der das schreibt, der kriegt das auch von mir. Ihr wundert euch nicht mit einem großen blauen Fleck, ne? Möbeltransport, ne? Es hat eben schwer. Und umso älter man wird, umso weniger Kraft hat man, ne? Wahnsinn, hätte ich mir selbst nicht so wenig Kraft zugetraut. Aber so, wer noch dran ist, der guckt sich auch noch gerne meine 10 fertigen Karten an. Das ist jetzt hier keine Geschwindigkeit drauf. Es hat eben jetzt, also so wie ich das im echten Leben ist, so zeige ich dir das auch, ne? Genau, hier sind, ich weiß gar nicht, welches Kartenlayout das war. Die Reihenfolge am Ende stimmt ja nie mit überein, wie ich das am Anfang gefilmt habe. Aber hier zeige ich dir einfach nochmal die Karten für diejenigen, die da Lust haben, das sich nochmal anzuschauen. Und hier habe ich die einzige Karte in Querformat, ne? Herzlichen Dank. Braucht man ja auch immer, ne? Dann hier. Gute Besserung. Ja, das Kartenlayout habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, aber mit dieser Kreisstanze auf jeden Fall. Und ja, hier viele liebe Grüße. Finde ich auch sehr schön. Ne? Die Schriftart ist auch schön. Ich wünsche nur einfach, es würde davon von diesen Sprüchestempel, Sticker, Entschuldigung, viel mehr Farben geben. Vielleicht macht das ja irgendwann bei denen mit Herz. Was ist schon schön, ne? Ich glaube, das ist eigentlich meine Lieblingskarte. Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass es meine Lieblingskarte ist. Was war denn deine Lieblingskarte? Erzähl es mir doch gerne. Ich verabschiede mich bei dir, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wenn du magst, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.